Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute bin ich wieder ungeschminkt und meine Haare sind nass. Und was könnte das bedeuten? Ich will heute mein erstes Get Ready With Me Video mit euch machen. Und dafür style ich mich jetzt einfach für das nächste Video, weil ich wieder mehr Videos drehe heute. Und ja, fangen wir einfach an. Das erste, was ich brauche, bevor ich mich schminke, ist natürlich ein Haarreif, um eben meine Haare zurückzumachen, und dafür muss ich jetzt natürlich meine Brille abnehmen. So. Schön sieht es nicht aus, ob helfen tut es. Genau. Dann würde ich sagen, fange ich einfach mal an. Das erste, das ich verwende, ist hier von P2 die Anti-Red Effect Perfect Face Make-up Base. Genau, da gebe ich einfach ein bisschen meine Finger und verteile die dann in meinem Gesicht. So, Make-up Base ist verteilt und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt im Video, aber die Make-up Base, die hat sehr viel Glitzerpartikel drin, also mein Gesicht glänzt jetzt förmlich. Dann kommen wir zum zweiten Produkt, was ich verwende bei meiner Routine. Und zwar ist es von Essence aus der Little Beauty Angels LE, der Core Lip Primer, den ich mir gekauft habe. Genau, und den trage ich jetzt einfach auf meine Lippen auf. Den trage ich sehr viel früher auf, um eben meine Lippen Zeit zu lassen, den Primer auch richtig aufzunehmen, bevor ich dann den Lipgloss oder Lippenstift auf meine Lippen auftrage, damit die Lippen einfach schön vorbereitet sind. Ich trage da immer sehr viel auf. Wie man jetzt auch sehen kann, macht der Lip Primer meine Lippen sehr hell, fast weiß. Das ist einfach dazu da, um den Lippenstift intensiver wirken zu lassen, um die Farbe intensiver wirken zu lassen. Dann machen wir weiter mit der Routine. Das nächste, was bei mir jetzt drankommt, ist das Color Correcting. Und dazu nehme ich die Palette von Essence, die All I Need Concealer Palette. Und dann nehme ich zuerst die grüne Farbe, um eben Rötungen abzudecken. Das tue ich mir bloß so auf den Finger. Genau, und tue es einfach ein bisschen auf die Rötungen. Davon habe ich ja sehr viele. Meine ganzen Backen kann ich jetzt nicht abdecken, die sind jetzt sehr rot, weil ich sehr heiß dusche und deswegen werden die sehr rot. So, und dann nehme ich meinen Beauty Blender, den mache ich vorher noch nass. Und mit dem tupfe ich jetzt einfach das ein bisschen ein, dass es nicht mehr so grün ist. Okay, da brauche ich noch ein bisschen. Und dann nehme ich die gelbe Farbe von der Color Correcting Palette. Das ist diese hier unten. Und trage das auf meine Augenringe auf. Ihr seht, ganz deckend ist es nicht, aber es soll ja bloß die Farbe korrigieren. Das heißt, es, also bei mir ersetzt es den Concealer eindeutig nicht, aber die Augenringe werden etwas gemildert. Das war nun das Color Correcting. Der nächste Schritt auf meiner Liste ist nun der Concealer. Es gibt viele, die tragen nach dem Schminken den Concealer auf. Ich trage den vor dem Schminken auf. Weiß nicht warum, aber ist einfach so. Und zwar verwende ich hier von Essence den Stay All Day 16 Stunden Long Lasting Concealer. Und den trage ich mir jetzt einfach auf die Augenringe und auf Pickelchen bzw. Unebenheiten, um diese eben besser verdecken zu können.
der Stirn noch ein bisschen. So, das war jetzt der Concealer. Dann verwende ich natürlich wieder meinen Beauty Blender und verblende das Ganze. Das meiste habe ich jetzt verblendet, an den Backen sieht man es noch ein bisschen, aber das bessert ich dann nachher aus, wenn ich das Make-up drauf gebe. Genau, und das ist auch mein nächster Schritt. Ich verwende mein Make-up und zwar verwende ich hier die HD Liquid Coverage Foundation von Catrice Cosmetic und das ist die Farbe 010 Light Beige. Ach ja, und der Concealer war die Farbe 10 Natural Beige, der Vollständigkeit halber. So, jetzt nehme ich das Make-up. Das Make-up ist hier in so einer Pipette drin, aber ich liebe dieses Make-up. Nehme es einfach und trage mir das ganz einfach aufs Gesicht auf. Muss man natürlich schauen, dass es nicht ganz zu viel wird, weil die Foundation ist sehr deckend, finde ich. So, dann gucken wir mal. Ich verblende das alles jetzt wieder und wenn ich dann noch was brauche, kann ich ja noch was benutzen, aber jetzt reicht es erstmal. Also ich mache das überwiegend immer mit tupfenden Bewegungen, weil ich finde, dass das Muster dann schöner ist. Ich finde, wenn man es verwischt, zieht es immer so leichte Schlieren und das gefällt mir nicht. Ich muss auch schauen, dass die Augeninnenwinkel schön verdeckt sind. Und wirklich bis zum Haaransatz rauf, damit es nachher keinen Rand gibt. So, und das war nun die Foundation. Also soweit ich es sehe, habe ich jetzt alles schön verteilt. Ich finde immer noch, dass die Farbe 010 Light Beige für mich ein bisschen zu hell ist. Muss ich mal schauen, vielleicht finde ich noch eine hellere, aber bin mir jetzt nicht sicher, ob das die hellste ist. Ich glaube schon. Muss ich mal gucken. So, dann geht es weiter mit meinen Augenbrauen. Beziehungsweise, nein, zuerst geht es weiter mit der Eyeshadow Base. Und zwar verwende ich hierzu die Essence I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Die hat ein bisschen rosa Stich. Finde ich sehr schön auf den Augenlidern und deckt halt eben die Äderchen nochmal ab und lässt das Augenlid somit glatter wirken, finde ich. Das trage ich jetzt auch wieder auf meinem Augenlid auf. So, mehr brauche ich nicht dafür. Und jetzt nehme ich einfach wieder meinen Beauty Blender und verblende es. Ich weiß, es gibt viele, die es mit dem Finger eindrücken, aber das mag ich nicht so. Deswegen verwende ich den Beauty Blender. So, und jetzt wirken meine Augen, finde ich, viel glatter. Meiner Meinung nach. Also, es gibt viele, die wo die Eyeshadow Base nicht so gern mögen, aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich recht gut. Verdeckt auf jeden Fall gut die Äderchen, obwohl meine Äderchen jetzt nicht wirklich schlimm sind, beziehungsweise eigentlich habe ich fast gar keine. Aber ich verwende diese gerne. So, und jetzt als nächstes der Augenbrauenstift. Zuerst kämme ich meine Augenbrauen mit dem Bürstchen hier vorne ein bisschen in die passende Richtung und dann verwende ich ihn. Und zwar ist es der Augenbrauenstift von Essence Eyebrow Designer und zwar die Farbe 02 Brown. Hat eben vorn ein schönes Bürstchen und
dann eben den Stift darin. Ich weiß, viele werden vielleicht jetzt sagen, dass die Farbe etwas zu dunkel für mich ist, da ich ja blond bin. Aber ich finde, dass meine Augenbrauen sehr dunkel sind, schon an sich. Und mir gefallen einfach dunkle Augenbrauen ein bisschen besser und deswegen verwende ich den dunklen. So. Da meine Augenbrauen sehr, sehr licht sind, also ich habe nicht viele Härchen da, sieht es fast aus, als wenn ich gar keine Augenbrauen hätte ohne Schminke. Und ja, gefällt mir nicht so. Ich fange mal vorne an und zeichne mit so kleinen Bewegungen die Augenbraue nach. Genau, an der Spitze hinten muss man natürlich vorsichtig sein, dass man nicht zu dick zeichnet. Und man muss schauen, dass man die Ränder schön erwischt. Und das Einzige, was mit dem Stift nicht so gut geht, ist, dass man das vorne etwas natürlicher aussehen lässt, dass das so ein bisschen übergeht. Ich wische es dann immer ein bisschen weg, aber naja. So, das ist jetzt die erste Augenbraue. Also man sieht schon einen sehr, sehr starken Unterschied. Ich mag einfach so dunkle Augenbrauen. Ist vielleicht jetzt nicht jedermanns Sache, aber mir gefällt's. Und jetzt machen wir die zweite. So, jetzt habe ich beide nachgezeichnet und jetzt fällt euch leider auf, dass meine Augenbrauen nicht sehr gleichmäßig sind. Aber irgendwie wachsen die nicht mehr anders und deswegen, ich mag es irgendwie nicht mehr, einfach die ganze Augenbraue wieder nachwachsen zu lassen, um sie mir richtig zupfen zu können. Deswegen muss ich jetzt so rumrennen, aber es hilft ja nicht. So. Jetzt haben wir die Augenbrauen fertig und das nächste, was ich dann immer verwende, ist das Contouring Set von Essence Get Picture Ready, die Contouring Palette, und das ist die Farbe 10. Glück gehabt. Nichts zerbrochen. Das ist die Farbe 10 Get in Shape. Also ich bin jetzt sehr zwiegespalten mit der Palette. Zuerst habe ich den ganz dunklen Ton verwendet, habe dann aber gemerkt, dass der eindeutig zu dunkel für mich ist. Und bei dem zweiten Ton habe ich mittlerweile festgestellt, und ihr wahrscheinlich auch in meinen letzten Videos, dass der sehr orange wirkt. Und jetzt muss ich da sehr aufpassen. Also ich verwende heute nochmal den hellbraunen Ton. Wenn das aber wieder so orange wird, dann werde ich mir auf jeden Fall eine neue Contouring-Palette zulegen bzw. mal eine andere Marke ausprobieren. Ich gehe also hier in die hellbraune Farbe, nicht zu viel, und trage es einfach auf meinen Konturen auf. Also ihr seht es jetzt schon, dass es etwas orange wird. Ich glaube, ich trage jetzt mal lieber nicht zu viel auf, weil sonst habe ich wieder ein sehr oranges Gesicht und das will ich nicht. Also normalerweise nehme ich zweimal was aus der Farbe, aber dieses Mal traue ich mich nicht wirklich. Dann machen wir noch hier oben an der Stirn die Kontur und hier unten noch die Kontur. So dass es so eine 3 wird. Und schön verblendet natürlich. Genau, den Pinsel, den ich hier verwende, ist von For You Beauty, ich glaube, der ist von Evelyn, wenn ich mich nicht alles täusche, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Aber mehr als das For You, For Your Beauty steht nicht drauf, deswegen kann ich euch nicht mehr sagen. Also ich finde, heute geht es. Es ist nicht zu orange, aber ich glaube, ich werde trotzdem
eine andere Kontur, ein anderes Konturprodukt mal versuchen. Das nächste Produkt, das ich gleich verwende, ist von P2, ein Glow Touch Compact Blush. Und zwar ist das die Farbe 010 Touch of Berry. Ich finde, das hat so eine schöne Rosenholzfarbe und ich stehe total auf Rosenholz. Und deswegen verwende ich den sehr gerne. Sieht man auch schon. Und den gebe ich jetzt auf meine Wangen. Hierzu verwende ich wieder den Contour Brush. Mache ihn aber davor sauber, so, auch nicht zu viel. Und das gebe ich jetzt hier ja, über meine Kontur. Man sieht, ich versuche immer einigermaßen dezent zu bleiben, aber es funktioniert halt nicht immer. Dann zum nächsten Produkt, das ich verwende. Ich mache immer so zuerst das Gesicht fertig und dann geht es eben weiter mit Wimpern bzw. mit Augen und mit den Lippen. Und zwar verwende ich jetzt von MiMiMi Beat the Blues den Oyster Gold Highlighter. Das ist der, den ich in der Glossy Box drin gehabt habe. Und seitdem ich ihn habe, verwende ich den nur noch. Also ich liebe ihn. Der hat einen wirklich schönen Goldschimmer. Und den verwende ich wirklich gerne. Den nehme ich jetzt einfach und gebe mir einfach etwas davon auf die Wangen. Was bei mir schwierig ist, ich verwende da meistens ein bisschen viel. Also mehr braucht man von dem Produkt schon nicht, weil es sonst wirklich zu sehr glitzert, jedenfalls für mich. Deswegen, auch wenn der nicht gerade billig ist, die Preise stehen ja wieder unten in der Beschreibung, finde ich den echt super, weil er total ergiebig ist. Ich nehme wieder meinen Beauty Blender und verblende das. Schön nach hinten. So, und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber mir reicht der Glitzer auf jeden Fall. Ich will nicht mehr Glitzer, ich will nicht herkommen wie so eine Disco-Kugel. Also mir reicht es auf jeden Fall. So, dann auf zum nächsten Produkt. Jetzt bake ich mein Gesicht und zwar nehme ich hier wieder den Pinsel. Also das ist ein totales Multitalent bei mir. Und gebe das einfach ein bisschen, jetzt habe ich fast zu viel erwischt, unter mein Auge auf. Oh, es pudert. Das war eindeutig zu viel. Und unter meiner Kontur. Okay, das war eindeutig zu viel Produkt. Hat mich total vollgesaut. So. Pinsel ist wieder einigermaßen sauber. Also aufpassen bei diesen Dosen, nicht zu viel verwenden. Ich glaube, ich habe es zu stark geschüttelt. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt alles gebaked. Das heißt, es zieht ein bisschen ein und was es auch noch für einen Vorteil hat, wenn ich bake, dass einfach Lidschatten, der runterrieselt vom Augenlid, wenn er bröselt, einfach wieder leicht wegzupudern ist. So ist immer das Problem, dass man das einfach feststreicht und dann haben wir unten einen Streifen Lidschatten und es sieht dann nicht mehr sehr schön aus. So, und dann als nächstes kommen bei mir der Lidschatten. Und zwar verwende ich hier wieder von Essence einen Pinsel und zwar den Eyeshadow Brush. Den habe ich jetzt auch schon sehr, sehr lange und verwende den echt gerne, weil der wirklich so schön zu definieren ist, einfach so schön aufs Auge aufzutragen. Es hat eine abgerundete Spitze, ist sehr flach, aber trotzdem relativ fest, finde ich. Ich habe mir gedacht, ich verwende heute zwei Lidschatten und da zwei verschiedene. Nehme ich einmal die Lidschattenpalette von Sleek und zwar die Original 594. Den Pinsel nehme ich raus, der ist auch mit drin, nur dass ihr es wisst. Und das sind diese Farben, also ich finde diese Farben total schön. Ich stehe total auf Glitzer-Lidschatten. Deswegen verwende ich den super gerne. Und als zweites habe ich mir gedacht, verwende ich das erste Mal den Gosh-Lidschatten von der Glossy Box. Und zwar ist es die Farbe 007 Coral. Zuerst werde ich den Lidschatten verwenden, um einfach den ein bisschen auf meinem Auge zu verteilen.
Also die Lidschatten von Sleek sind so schön pigmentiert. Das einzige Problem bei denen ist, dass sie sehr bröseln. Den verteile ich einfach bis etwas hinaus über das bewegliche Lid. So, also ich finde, das ist eine schöne Basis. Gefällt mir total. Und das nächste, was ich jetzt verwende, ist dieser dunkle Ton in meiner Lidfalte, um diese einfach ein bisschen zu definieren. Und gut verblenden. So, also das sind meine Augen jetzt. Und gefällt mir jetzt schon sehr gut. Jetzt bin ich bloß am Überlegen, ob der Gouache wirklich noch dazu passt. Aber das probiere ich jetzt einfach mal. Und zwar gebe ich den einfach ein bisschen hier in der Mitte auf. So, bin wieder da. Jetzt ist leider meine Kamera ausgegangen. Also nochmal, um es allen zu sagen, wie ich jetzt gemacht habe. Also zuerst die helle Farbe der Sleek Palette, um eben die Basis zu schaffen. Dann außen eben die dunklere Farbe, um eben die Lidfalte zu definieren. Und in der Mitte die Korallfarbe von der Gouache, von dem Gouache Mono-Lidschatten. Und hier unten vom Augenaußenwinkel nach innen bis zur Hälfte mit dem dunklen Ton und von innen vom Augenwinkel bis nach außen dann den hellen Ton von der Sleek Palette. Und nun bin ich fertig mit meinen Augen. Also mir gefällt es. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So, dann kommt bei mir als nächstes der Lidstrich. Also ich mache den Lidstrich, bevor ich die Wimperntusche verwende. Weiß nicht, ob es noch so jemand macht, aber ich glaube, es machen nicht viele so. Und zwar verwende ich hier den Essence The Cushion Eyeliner. Ich liebe diesen Eyeliner. Und zwar in der Farbe 01 Black. Der ist wirklich super zum Auftragen. Und dazu verwende ich die Essence Precise Eyeliner Brush. Und das ist eben... fällt mir gleich runter. Das ist eben so ein abgeschrägter, sehr fester Eyeliner Brush. Man sieht ihn schon, dass ich ihn schon etwas öfter verwendet habe, da er nicht mehr ganz so lila ist, wie er mal war. Er war mal weiß-lila und jetzt eben nicht mehr. Genau. Und ich nehme das Produkt einfach auf und gebe es dann auf mein Augenlid. Also ich bin noch nicht so gut mit dem Eyeliner-Strich ziehen, deswegen seid gnädig mit mir, wenn er nicht so schön wird. So, das ist jetzt mein Lidstrich. Ich hoffe, er ist einigermaßen gerade, aber ich will nicht mehr Lidstrich. Und der Wing hinten raus, den mache ich auch eigentlich nie, weil es einfach nicht zu meinem Gesicht passt. So, dann machen wir das zweite Auge. Und da ist es dann meistens so, dass er mir zu dick wird und dann muss ich die rechte Seite noch ausbessern. So, und schon ist er dicker als der rechte. Es ist einfach bei mir immer so, dass der rechte schöner wird als der linke. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt so.
Es ist nicht perfekt, aber sind jetzt auch keine groben Patzer drin, deswegen sage ich einfach, wir lassen es so. Dann haben wir jetzt fast alles. Jetzt kommen noch drei verschiedene Produkte und zwar verwende ich jetzt erst diese Mascara und zwar ist es die Volume Stylist 18 Stunden Mascara Curl and Hold Mascara mit Micro Styling Waxes von Essence. Meine Kamera hat sich leider wieder verabschiedet. Jetzt habt ihr leider nicht mitbekommen, wie ich meine Lippen geschminkt habe mit dem Cosmopolitan Chic Lipgloss Go With The Flow Matte Lip Cream und zwar die Farbe 010 London Chic. Und dann habe ich noch verwendet das Keep It Perfect Fixing Spray von Essence, um das Ganze eben zu versiegeln, besser haltbar zu machen. Genau. Und an sich bin ich jetzt fertig mit dem Schminken. Jetzt föhne ich noch meine Haare, richte mich zusammen, ziehe mich noch richtig an und dann sehen wir uns wieder. Jetzt sind meine Haare geföhnt und ich habe meine Jacke an. Und das ist mein fertiger Look. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr schaut beim nächsten Video wieder rein. Die ganzen Produkte liste ich euch wieder unten auf, in der Beschreibung und auch die Preise dazu. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Tschüss!